TV. Okay, ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist Rhymetime TV, der coolste Fernsehsender, der nicht im Fernsehen ist. Ich hab Gäste da. Es sind Gäste da. Ich lasse einfach mal selber vorstellen, damit ich nicht so viel reden muss. Hier ist Ledger, hier ist Angenehm, der erste Tite Female MC in Österreich. Ja, Nephew, L50, Rudolfsheim, you know what's up, ja. Gianna Phil, der Produzent von dem ganzen Wahnsinn. Und der Wichtigste. Der Wichtigste, deswegen sitzt er in der Mitte. Ja, ja. Und unsere zwei Mikrofone, was? Ja, so ist es. Alright. So ist es. Wow. Red schon mal gut. So ist es wie bei so, bei so einer Pressekonferenz. Wie bei einer Pressekonferenz, ja. Das ist ein Stereo. Havana okay. Club. Ja, das ist ein guter Sponsor. Staro Bruno. Das ist Staro, Staro Beste, Beste, wo gibt? Beste, Beste. Okay. Ich glaube, wir dann gescheit, oder? Du einmal gescheit. Okay. Du einmal, sei einmal live und. Du einmal normal. Ihr macht gerade eine EP. Sehe ich das richtig? Wir sind fertig, Alter. Ist jetzt fertig? Yes, sir. Die kommt wann? 29.12. 2023. Okay. Zu meinem Geburtstag. Ja. Mein Geburtstag. Dein Geburtstag? Ja. Yep. Sehr schön. Schon, oder? War das wann wird das ausgestrahlt? Vorher schon auf jeden Fall. Aber weißt du noch nicht genau? Nein. So, okay. Aber vor Weihnachten wahrscheinlich sogar noch. Vor Weihnachten? Ja. Okay. Na, gut zu wissen. Ob wir dann Stay Merry Christmas und so sagen müssen zu allen. So. Na. Also ja, vielleicht so, ja, vielleicht, also warum nicht schöne Weihnachten so? Hey, frohe Weihnachten an alle an der Stelle. Es ist bald Weihnachten, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht war es schon gestern. Kommt davon, wann die Qualität ist, die Sendung vielleicht hat. Kommt sie nie. Ja, und keine Geschenke an die wacken Rapper halt, ne? Ja, Mann. Doch, ist klar. Ich kauft sie einer Playstation. Ja, voll, voll. Fix. This is gonna be a good one. Kauft sie unser Tape. Oh my god, what's wrong, bro? We're going crazy already, man. Wir müssen das ein bisschen im Zaum halten. Ich bin ein bisschen überfordert mit drei Leuten. Normalerweise ist es sehr selten, dass sich sowas ereignet. Aber es ist jetzt so und ich freue mich. Wie lange arbeitet ihr schon an dem Ding, an dieser EP? Jahrzehnte. 4-5 Monate waren das jetzt, glaube ich, insgesamt. Wann haben wir uns getroffen? Ich weiß nicht mehr. Oh my god, I don't know, bro. Juni? Ja. Ja, something. Und dann im Sommer eigentlich ist der Hirst dann schon so zu mir gekommen, auch, und der Neff dann auch im Sommer war es, da war es noch recht heiß, und dann haben die halt die ersten Beats gepickt. Ich sehe schon, die Mikrofone werden stark auf mich gerichtet. Ja, voll. Warte mal, du kriegst. Ich krieg auch noch das vierte auch, damit man es ja hört. Na, also im August, dann sind die schon gekommen, haben die ersten Beats gepickt, und dann war so ein Hin und Her, und die haben das dann halt recorded beim Neff zu Hause, dann bei mir zu Hause, beim Hirst auch noch zu Hause. Und beim Joker, Shoutout. Ja, beim Joker auch noch zu Hause, liebe Grüße auf jeden Fall. Und ja. Sehr schön. Also halbes Jahr circa. Das heißt, recorded ist alles bei dir? Na, also bei mir ist ein Teil recorded, beim Neff ist relativ viel recorded und beim Joker ist auch noch was recorded. Es ist ein großer Gatsch. Es ist a Patchwork Family, diese EP. Halbes Jahr haben wir circa gebraucht. Mhm. So von erster Scratch. Genau. From the scratch. From the scratch, yes. Bis zum quasi fertigen Halbjahr. Genau. Wie viele Tracks darf man sich erwarten? 6 Stück, oder? Ja, 6. Exakt, 6. Ja. 6 Stück, irgendwelche Interludes, irgendwelche Hidden Tracks. Ne. 6 Tracks. 6 Tracks. Ganz unromantisch. Ganz unromantisch, ja. Ohne Geld. Vielleicht kommt noch was nach, aber we will never know. Album kommt bald. Ah, genau, wichtig. Video kommt da am 29. Wir haben ein großartiges Video uns machen lassen vom wunderbaren Brought by Philipp. Shoutouts. Auf jeden Fall Props, ganz dicke liebe Grüße. Das kommt da am 29. dafür. Am gleichen Tag wie die EP. Checkt das aus. Das ist übrigens, hier ist sein Geburtstag. Das ist übrigens mein Geburtstag. Falls es noch nicht erwähnt hat. Ja. Ich werde 23. Umgrad, ja, oder? Alle werden ab 23 nur noch maximal 24. Ab 23 wird man immer nur mehr 23. Also ja, dann so. Ja, auf jeden Fall. Okay, diese These, was sagt... Wenn du das so sagst, dann wird es wahrscheinlich stimmen. Was sagt Gianno zu dieser These? Aber ja, gut. Irgendwann zählt man einfach nicht mehr. So, glaube ich, ist die These. Die Beats sind alle von dir? Nein, die Beats sind eigentlich, bis auf Ausnahme von Legacy, das ist der einzige Beat, der nicht von mir ist. Ansonsten ist eigentlich dann alles von mir. Also, wem ist der? Das musst du nicht von dir ausfragen.
We picked it like online, bro. It was like DJ YouTube. Also ich bin einfach auf YouTube gegangen. Hab einen Fetten gehört, dachte mir so, okay, hier sie passt drauf. Und was der das oder? Bitte? Weiß dieser Producer von dieser EP? Ja, oder? Natürlich, ja, klar. Sicher, alle Copyrights bei uns. Of course, was ist das für Frage? Wir sind hallo. Und wie heißt der? I don't know, man. Shoutout auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ganz dicke liebe Grüße. Und was danke. Das so bei der Kraft ist, gehört er nicht mehr. Stimmt, jetzt gehört er euch eigentlich. Ja, deswegen da keine Name-Droppings. Auf jeden Fall. Nein, ich weiß nicht. Jetzt. Ja, liebe an alle Produzenten, alle geilen Typen, die jeden Tag auf YouTube Orgie-Beats aushauen, auf jeden Fall. Ist es ein Type-Beat? Ja, es ist ein Type-Beat. Es ist wirklich ein Type-Beat. Ja, stimmt. Sicher, es ist ein Type. Was für Type? Was glaubst du? Dreimal Griselda-Type-Beat. Ja, sicher habe ich. Kennst du diese Bubble, Phil? Die Type-Beat-Bubble? Type-Beat-Bubble, ja. Ja, na klar, aber... Es ist immer eine schwierige Sache, weil natürlich, wenn du jetzt sagst, du willst übers Internet halt Beats verkaufen, ist das irgendwie eine logische Strategie auch, ja, weil du sagst halt, okay, du hast halt Rapper und die suchen jetzt vielleicht einen Lil Uzi Vert Type Beat oder einen Lil Wayne Type Beat und dann machst du halt irgendwie so einen Beat und feierst vielleicht auch selber diese Artists und dann machst du halt in die Richtung halt einfach die Beats. Also das ist, glaube ich, eh dann irgendwie als selbsterklärend. Ja. Aber es hat ja Alchemist, heißt ja auf Twitter, um es jetzt ein bisschen auch lustig zu machen, nehme ich stark an, Alchemist Type Beat. Also ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Hast er so oft? Er heißt Alchemist Type Beat. Okay, ja. lustig. Das ist witzig, weil ich habe mir nie erwartet, dass er das wirklich selber ist. So, das ist er selber. Cool, witzig, ja, das ist geil. Alchemist Type Beat. Ich fahre mit dem Haus in die Tür, hi, ich bin's, alle haben Type Beats, doch kann er hier sie Type Lyrics. Du machst Type Beats für Type MCs. Ich mach nur hier sie Type Lyrics. Hier sind Type Lyrics. Ja. Sehr gut. Ist das Chat-GPT-Line? Nein, Rap-GPT-Line? Nein. Der ist nie rausgekommen. Shoutouts an Schema B. Shoutouts Schema B, absolut. Ja, der hat den Part, glaube ich, leider runtergenommen. Von einem Tape. Okay. Ja, schaut. Kann man nichts machen. Ja. War halt zu explizit. Ich war nicht top genug. So. Und wir sind wieder zurück bei Rhymetime TV. EP 6 Tracks. Sechs Tracks, die EP hast du übrigens Routine. Routine. Schön, dass du gefragt hast. Ja. Wie kommst du zu dem Titel Routine? Einfach anhören, dann versteht man das. Ja. Das ist selbsterklärend, was aber der es handelt von, ja, die Routine im Leben halt. Es kommen einfach Sachen immer wieder vor und es erklärt sich selber so. Wir können jetzt gescheit um drum reden, aber. Das heißt, es gibt einen roten Faden, wenn man sich die. Überall bei jedem Track denkt man sich, boah, das passt zur Routine irgendwie. Wenn man die Routine der Straße kennt, sag ich mal, dann hat er schon einen roten Faden auf jeden Fall. Kennst du den? I don't know. I think so, yeah. Ich glaube, ich war schon mal da und so. Ja, ich glaube, ich habe das ab bin und zu mal gemacht. Bin der Dundit. Yeah, probably. Das heißt, das ist ein Gangster-Rap-Album? Straßenrap auf jeden Fall. Straßenrap? Ja, fix. Ohne jetzt den Terminus Gangster-Rap zu sehr überzustrapazieren. Nein, Bro, wir sind keine Gangster. Es ist Alltag, halt der Alltag, Routine, Mann. Ja. Es ist so ein Straßen, halt so. Ja. Sehr straßenlastig, der Sound ist auch sehr grimy. Ja. Und ja, wir sind keine Gangster, es ist kein Gangster-Rap. Ja. Aber es ist jetzt auch kein... Aber es ist Street-Rap. Es ist Hood, Mann. Es ist auf jeden Fall aus der Hood gerappt, aus dem Herz gerappt. Es ist jetzt auch kein Spaß-Rap oder so. Wo ist dein Hood? In Rudolfsheim 5 Haus, ja. Ich bin dort geboren und bin dann später nach Meidling gezogen, aber das ist nicht weit. Nach Meidling gezogen. Es ist nicht weit. Es ist nicht weit auf jeden Fall vom Rum, ja. Und auf jeden Fall auch noch der urbane Dschungel. Also es ist jetzt Meidling, Rudolfsheim ist jetzt Parallelen, wenn man das so sagen kann. Ja. Dein Hut? Margareten. Ja, Mann. Momentan. 10,50. Mein Hut, Alter, Graz immer nur. Graz. Ja. Und für alle, die es nicht wissen, ursprünglich? Kapfenberg natürlich, Walfersheim. Damit wir das geklärt haben. Findest du das lustig? Phil, was ist dein Hut? Was rappst du für Hut? Ich rap kein Hut. Na, also es ist bei mir echt schwer zu sagen, weil ich ja nicht vielen Bezirken eigentlich gewohnt habe. Aktuell bin ich im dritten, aber grundsätzlich Straßhof auch, Gänsernorf-Bezirk dort. Mhm. Oh Gott, ne, hau nicht zum. Und ja, aber weil du sagst auch, der Sound halt, also man hört es, glaube ich, eher raus dann bei den Beats auch, wenn man es hört. Ich habe natürlich sehr viel Griselda auch gehört über die letzten Jahre halt, ja.
weil so auch als 37-jähriger Hip-Hop-Head und wenn du dann halt neue Sachen anhörst, bleibt dir dann auch nicht mehr so viel übrig, sag ich jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Von den neuen Sachen halt, ja. Tust dir dann halt irgendwie schwer. Aus Deutschland gibt es natürlich auch die ein oder anderen positiven Ausnahmen. Und daher ist jetzt, sage ich einmal, rein von der Produktion auch, denke ich, eine sehr konstante Auswahl. Ja? Also das Coole war auch beim Neff und beim Hears, dass ich eigentlich so Beats, die ich normalerweise an viele Rapper eben nicht geben kann oder so, weil sie eben zu düster sind oder zu grimy, ja? Genau. Die zwei mir aber voll gefressen haben. Ja? Mhm. Und was auch gerade ich so beim Neff immer so gefeiert habe und auch immer so sehe bei ihm, ist halt so halt dieses Straßenrap-Ding immer auf eine sehr sensible Ebene gebracht und so. Und das fand ich immer sehr, sehr großartig, weil das habe ich bis jetzt zumindest in der Form noch nicht gehört. Also vielleicht gab es schon wen anderen, der es gemacht hat, aber bis jetzt war es so der Erste, wo ich das halt gehört habe, ja. Und das war halt cool. Und der hier ist halt auch nochmal mit dieser Kontrastfunktion als Mundart-Rapper und dann auch noch diese Street-Vibes drinnen hat, ja, war dann halt irgendwie, es hat dann einfach super funktioniert, ja. Es war dann natürlich so für mich herausfordernd, ne, weil das Ganze war ein großes Chaos, weil in dem Raum aufgenommen, in dem Raum mein Dings gerade lustigerweise, meine Wohnung als Produzent zu dem Zeit überhaupt nicht akustisch gemacht, ja. Das heißt, alles Baustelle sozusagen und ja. Gute Kopfhörer brauchst. Das ist alles heutzutage ja. Gute Kopfhörer. Ja, voll, ja. Das hast du sehr gut zusammengefasst. Aber das heißt, du hast beim Mix von den Beats, hast du da nochmal drüber gemischt oder wie ist das? Wie geht das mit solchen YouTube? Bei mir ist das so, meistens habe ich sehr viel Skizzen zu Hause herumliegen, weißt du, weil ich halt schnell irgendwo ein Beat mache und dann spiele ich das halt Rappern vor und dann will ich sehr oft eben noch gerne zurückgehen, ja, wo es in dem Fall auch zu vielen Problematiken führt, aber das wird jetzt das Interview sprengen, das ist auch wurscht, und die Beats dann halt nochmal auffetten und arrangen und ein bisschen mehr machen etc., ja, aber natürlich dadurch, dass ich sehr eher halt Boom-Bap-lastige Beats mache oder zumindest wird man mir das vor, ist das natürlich sehr oft einfach sehr, sehr viel 4-Bar-Loops, also ich habe genügend 4-Bar-Loops halt auf der Festplatte herumliegen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ja, weil das Hunderte. Ja, und so hat sich das dann halt ergeben und dann halt zurückgehen und das natürlich noch ausproduzieren. Ja, weil wenn ich natürlich weiß, okay, ich habe halt zwei gute Artists, die dann auch einen kompletten Song draus machen, dann will ich dann, dass das auch vom Beat her maximal ist, ja. Weil ich gerade auch aus dieser Zeit komme, ne, wo halt immer du nur 4-Bar-Loops gehabt hast und das ja, halt voll. Irgendwann mal monoton und langweilig ist. Ne. Aber gut, jetzt habe ich genug geredet, jetzt müssen die zwei Kollegen reden, die sind die Artists. Nein, ich finde, du könntest unser Pressesprecher werden. Ja, auf jeden Fall. Du kannst auf jeden Fall. Ich glaube, du hast definitiv weniger Probleme, also ihr drei so als Kollektiv, wenn nur du redest. Das straight up. Am unkompliziertesten auf jeden Fall. Ja, Mann. Ja, Mann. Nein, ich hab's vorher schon tatsächlich zum Hirs gesagt. Ich finde es wunderbar, Beat-Producer da zu haben, weil das für mich eigentlich immer ein sehr wichtiges Ding ist. Weil wenn man sich eine Platte anhört oder ein EP, ein Album, scheißegal was, ja. Dann ist Minimum 50% davon der Beat. Auf jeden Fall, Mann. Und deswegen muss man den Herrn auch dementsprechend loben und ja, Danke absolut. Sagen. Und vor allem, was man dazu sagen muss, ist, er stellt uns das einfach so von Herzen quasi zur Verfügung, weil er einfach an das Ganze glaubt, so denke ich mal. Ist das okay, wenn ich das so sage? Ja, sicher. Genau. Und das ist eine sehr schöne Sache, weil das zeigt eigentlich, was Hip-Hop ihm bedeutet und was er bereit ist zu tun. Und auf der anderen Seite funktioniert das vielleicht auch nur aus dem Grund so, weil wir das auch sehen. Ne? Also wir haben uns einfach gemeinsam, wie soll ich sagen, einfach als yeah, put it away, bro. I'm done, man. Eiste. Ja, also wir haben sich halt einfach als ein Team gesammelt, dann einfach im Endeffekt und das aus der Natur raus, einfach weil es real war, einfach so. Und das klappt nicht so oft so und deswegen auch ganz fetten Respekt halt auch an dich, mein Bruder, und Dankeschön und danke auch an dich, mein Bruder, und danke auch an alle anderen Leute. Und an dieser Stelle danke an den Herrn Gangbauer. Ja, danke schön, danke vielmals dafür. Der für uns nicht das Mastering macht. Der Shoutout, der da fett involviert ist. Ja. DJ Crumb, Shoutout. Auf jeden Fall, ganz dicke liebe Grüße, ja. Ganz dicke liebe Grüße auch an unser Bruder Shot bei Philipp, der das Ganze auch, der an den Videos mitwirkt, auf jeden Fall. Dankeschön dafür. Und DJ Crumb am Cut. Chiki chiki. An mehrere Tracks. Uno. Uno. Sehr schön. Sie.
Liebe Grüße, DJ Crumb. Yep. Auf jeden Fall. Shoutout. Wer nicht weiß, weil DJ Crumb ist, ein Scratcher, ein Turntablist, der definitiv einer der Besten seiner Zunft ist. Nicht nur in Österreich, sondern Europa, vielleicht sogar nur weiter. Also ja, Shoutout DJ Crumb. Ist cool, auf jeden Fall. Wenn man, geiler Typ. Ja, auf jeden Fall. Und 29.12. ist das große Release-Date. Yes, sir. Davor kommt noch nichts, sondern am selben Tag kommt der Single mit Video. So, genau, wir halten den Ball flach bis dorthin und dann, wir haben uns gedacht, was ist, dann ist das Video da, da sind die Leute gespannt, dann denken sie sich, boah, geil, das ist jetzt gleich draußen, geil, ich kann mal gleich den Rest anhören. Wenn du es Wochen davor ausbringst, was du, dann ist immer das, ja, dann schauen sie sich die Leute an und in einer Woche ist dann schon wieder die Aufmerksamkeitsspanne wieder weg. Die Aufregung ein bisschen abgeflacht, genau. Und wir haben uns gedacht, alles auf einmal, gib ihm. Und dann ist eh Silvester und so, und die Leute dann eh dann. Das kann man dann zum Party machen, Silvester, genau, gleich her. Auf genau jeden das. Fall, also 29. Zu meinem Geburtstag. Das war der Marketing-Move. Das ist der, oder? Ja. Einfach und dass zu jedem sagen kann, hey, ich hab Geburtstag, hör dir das an. Ist so. Als Geschenk an mich. Stimmt. Auf Spotify, dann kriegst du von jedem quasi umgerechnet 0,00004 mal 6, sind 6 mal 4, 24, 0,00024 Cent. Das heißt, du kannst das aufrechnen und das dann 100 Leute hören, kriegst du wahrscheinlich dann ungefähr 30 Cent oder so. Und in 6 Jahren bin ich dann bei der AKM in Plus. Ja. Voll. Shoutouts an Spotify. Ja, wirklich. Auf jeden Fall. Ihr Hurenkinder. Dicke liebe Grüße, ja. Ja, nicht. Alright, man. Negativ-Grüße in dem Fall. Yeah, Negativ-Shoutout. Das sollen wir eigentlich machen. Negativ-Shoutout an Spotify. Cool. Weil es wird immer nur so viel Love gegeben und so und ja, Hip-Hop man. Und so. Es wird auf jeden Fall künstlerischer Freiraum ja, wird auf jeden Fall dick zur Verfügung gestellt. Bitte? Dick zur Verfügung gestellt. Ja, voll. Also, ja, also wenn ihr, kann man die irgendwie erwerben dann, die EP? Na, weil wir Idioten sind. Wir regen uns über Spotify aus und haben keine Tonträger, die wir verkaufen. Macht's Bandcamp. Au. Das dauert genau 5 Minuten länger und man kann es dann um einen Betrag eurer Wahl downloaden. Es wird's auf Bandcamp geben. Ja, Mann, ja. Und support Bandcamp, wirklich. Shoutout Bandcamp. Ja. Da gibt es jetzt auch irgendwie, ich habe irgendwas gelesen, dass sich da die Bedingungen vielleicht auch verändern, aber hoffen wir, dass es so bleibt, wie es jetzt ist, weil Bandcamp ist nur eine der Sachen, wo man relativ direkt einen Artist supporten kann. Ja, safe. Bandcamp ist cool. So machen wir das. Habt ihr gehört? Yeah. Ja. Oh, hey, how is it going, man? oder auf jeden Fall, falls jetzt irgendwer, eine Person vielleicht, das Interview schaut und dann wirklich auf Bandcamp geht und das Album sucht und es nicht auf Bandcamp ist, support. Cerno hat es versammelt. Cerno hat es versammelt und support Bandcamp trotzdem. Und dann switcht es halt wieder zu Spotify und hört sich auf Spotify. Jetzt for real, kauft es. Link ist in der Bio. Link in Bio, so machen wir es. Mhm. Es ist Rhymetime TV, wieder, immer nur. Immer nur. Zurück aus der Werbung. Ich möchte kurz auch noch fragen, weil das auch immer so eine Sache ist, die meistens übersehen wird. Mastering, wie schaut es da aus? Wer hat gemastert in dem Fall? Also du hast es vorher kurz erwähnt schon. Aber nur mal. Also da ganz liebe Grüße an den Stefan Klangbauer. Ja. Also der hat da wirklich sich auch voll ins Zeug gelegt und ich finde auch wirklich einen super Job gemacht. Also und mir wirklich nochmal viel in den Arsch getreten und ich habe da auch viel lernen können. Also ja, in diesem Sinne, Klangpower, ja genau, das ist der Künstlername dann, oder hier? Klangbauer. Ja, Klang. Ilpower, das ist das Kollektiv. Klangbauer. Genau, ja. Ist und der wunderschöne Mensch. Großartig, ja. Das Ding ist halt. Ganz liebe Grüße auf jeden Fall und Dankeschön dafür, ja. Das Ding ist halt, Neff hat sie immer selbst aufgenommen, immer Mix Mastering selber gemacht. Ich hab das einmal selber gemacht. Jetzt haben wir einen Cerno im Boot, jetzt haben wir einen Steve im Boot, wir sind quasi 4 Produzenten. Und du merkst, es ist leicht chaotisch. Und wir haben es trotzdem irgendwie geschafft und das finde ich wunderschön und wir lieben uns immer noch alle und. Ich glaube, es geht im Endeffekt darum, dass das Hörerlebnis einfach am besten ist. Am möglichst besten. Und mit 4 Menschen, vor allem mit 2 Menschen, die im Soundtechnischen halt auch nochmal drin sind, einfach, ist das halt einfach natürlich was ganz anderes. Ja, es ist immer eine Herausforderung, ja. Also man möchte natürlich dann auch als Produzent, dass die Rapper happy sind. Andererseits möchte man auch selber happy sein und da muss man irgendwie so versuchen, den Weg zu finden. Manchmal ist man muss immer von seinem Ego-Bild zurücksteppen und wirklich die Musik für
als das sehen, was es ist. So. Ja, und vor allem, ich denke mal so, im Endeffekt, doesn't matter how it went, it's about what it came out. And it was like, also, ich glaube, ihr werdet das Endprodukt bald hören und ich finde, das kann sich hören lassen, meine Damen und Herren. Es ist der Shit, Harvey. Es ist das Beste, was das ganze Jahr rausgekommen ist. Untertreib nicht, Mann. Ja, wirklich? Ha? Ja, das Beste, was wirklich? Sieh, cool. Bruder, du siehst doch, wer da ist, Bruder. Ja, ey, das muss eigentlich, ja, das muss logisch sein. Alright. Immer diese cocky Rapper. Ja, yeah, ja, yeah, yeah, always good. Nein, no, Alter, man. Immer diese Pussy Rapper, Alter. Ja. Okay, jetzt musst du nochmal schneiden, glaube ich. Na, das ist... Yeah. Okay, das lasst du jetzt. Okay, cool. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das schneidet. Ja, alles wird geschnitten. Alles wird geschnitten, Alter. Zensur. 29.12. Habt ihr einen Crewnamen? Wie wird's heißen, die ganze Geschichte? Ist Heath Ledger und Nephew, oder? Ja, fix. Prod by Chernobyl. Es ist, genau, es ist Prod by Chernobyl. Hier ist Ledger und Nephew zusammen auf einer EP, die Routine heißt, die am 29.12.2023 erscheint. 29.12. Und ja, man muss das oft sagen. Ich bin sehr gespannt so auf die Reaction der Leute. Ja. Und ich finde, das ist sehr gelungener Hip-Hop, aber es ist letztendlich Geschmacks- und Ansichtssache. Na, es ist geil. Jeder findet es geil. Es ist für mich auch geil, Brother, but you know. Yeah. Geschmäcker was, ne? Das ja, ist immer so. Es genau, gibt kein... Na, sicher nicht. Aber es geht ja nur darum... Es findet jeder gut, ich versprich es euch. Da bin ich gespannt. Na, schau, Bro, ich sag dir, es ist Hip-Hop. Es ist dieser rappige Rap-Rap über Rap. Ja. Für die Heads. Von den Heads, für die Heads. Ja. Es ist, ja, it is what it is, man. Ja. Es ist von der Hood für die Hood, von Hip-Hop für Hip-Hop, von Rap für Rap, ja. Ich kotze mich gleich an. So? So viel Liebe ist. Ja, so viel Hip-Hop. So viel Hip-Hop. So viel Romantisierung. Auf jeden Fall lege ich euch sehr ans Herz, reinzuhören, wenn es rauskommt. Und was? Mit Videosingle und allem drum und dran, Spotify, Apple Music wahrscheinlich und diese ganzen... Dieser Tidal. Wurscht wo, hört es euch an? Kurz gesagt, jede Plattform, die es momentan digital zu hören gibt. Jawohl, oh, außer wichtig. Bandcamp. Und Snapchat Music. Snapchat. Okay. There's ain't no hostility today, tonight, ladies and gentlemen. Yeah. Soundcloud. YouTube Music auf jeden Fall. YouTube Music. Keine Ahnung, Alter. Wird das auf Soundcloud? Ich habe sogar noch einen Soundcloud-Account, aber der ist... Aber automatisch wird du von die... Nein. But we can do, if you, I mean, yeah. Na, wenn, dann schreibt einfach mal unten vielleicht in die Kommentare, ob wir das tun sollen oder nicht an der Stelle. Comment below. Genau, einfach sollen wir das Ding nochmal für ein paar Leute, die gerne Soundcloud... Wenn du nur auf Soundcloud unterwegs bist, will uns nur für die natürlich hoch. Schreib's in die Kommentare. Ja. So ist es. Na, bitte schreibt nichts in die Kommentare. Also na doch, sicher. Das, man will das ja. Alter, wir haben gestern Fight Night geschaut, bis heute in der Früh um halb sieben. Was ist das? UFC 296 war gestern. Hedy the Baddie, Alter. Better fight, man! He went crazy, bro. Like, he was like, man. Das ist UFC, MMA, Bro. Das ist Mixed Martial Arts, UFC, ja. Bro. Dana White, den shit, you know, the Cage Octagon Fighting. Nix, das ist so ein achteckiger Cage. Ja, voll Octagon. Bist du da wirklich gar nicht drin? Gar nicht. Nein, Kampfsport? Okay. Nüsse. Okay, cool. Dann wechseln wir das Einzige, was ich boxen. Bissel, aber auch nur. Ah, ich liebe Boxen, Mann. Aber auch nur so eher die Oldschool-Boxer. Mm. Also so in die 80er. War so. Ali, oder? Ali, ich habe letztens Tyson gesehen, so. Ob wir Band sind oder nicht. Like, Joe Frazier. Aber ich habe letztens gesehen, Ali gegen Foreman, Bro. Ali went crazy, Bro. Ja. Und zwar der Kampf, wo Ali ihn geholt hat. Ne? Ja, ist richtig geil. Ich schwöre, also so, Alter, ist schon wirklich gut steil vorgegangen. Vor allem, du merkst so richtig, wie er sich bewegt. Ja, crazy. Ali eben geht die Footwork und alles. Ja, Mann. Also so the Boxen. Ability to go like that, Bro. It's und crazy, es ist man. Irgendwie... Oft ein bisschen zu banalisiert kommt man vor, dass Leute glauben, hey, die haben sich auf die Fressen, cool, aber Boxen ist halt wirklich ein sehr, sehr ganz Körper. Ist wie Hip-Hop, man wird halt schnell irgendwie in eine Schublade geschoben, obwohl es dahinter vielleicht viel mehr Bedeutung hat, als was man denkt, mein Bruderherz, oder? Ja, würde ich vielleicht auch sagen. Kann now we sagen. Talking, brother.
Now we talking. Now we talking. No, we did all the time, but did it. Yeah. Was mir auch noch sehr wichtig ist, checkt bitte auch von den Künstlern die alten Sachen aus, die draußen sind. Hier ist Ledger, da gibt es die Frühling Spring EP, es gibt die Winter sehr EP. Fresh. Es gibt cool. Chernobyl, der hat schon Sachen gemacht mit dem Big Bang. Der ganz, ganz liebe gibt's Grüße. Gibt EP. Ja, Mann. Nephew, gibt's von dir schon irgendwas? Hast du? Das Herz, das unbesiegbare Herz, mein erstes Debütalbum auf jeden Fall. Dein erstes Debütalbum? Also mein erstes Album, mein Debütalbum, verzeih mir. Ja. Ja. Und das kam am 25. März 2023. Und ganz ehrlich, ich finde, man sollte mal reingehört haben, weil ich denke, dass das ein bisschen ein frischer Wind für Hip-Hop ist. But I don't know. Das ist geisteskrank, wirklich, check das aus. Und das ja. Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen schlecht, voll. Weil ich habe ja offensichtlich nicht reingehört, nur wenn ich die Frage stelle. So, okay. Cut, das cutten wir raus, ja. Ich war, okay. Das ist wirklich peinlich. Auf meine Sprache, aber ja. Ja. Ach so, ja, ich habe auch. Das ist wirklich arg. Ist wirklich arg. Ja, aber warte, da musst du. Ja, ja, du hast noch einen, auch eine kranke Single noch in deiner Sprache. Erzähl mal davon. Also jeder weiß, ja. Jeder, also nicht jeder, aber jeder, der meine Wurzel kennt, weißt du, ich mache so ein bisschen auch Jogo-Hip-Hop. Geil, oder? Und das ist ein rumänischer Slang, den wir sprechen, Walachisch. Rumänisches Slang? Ja, Walachisch, Mann. Und, ja, genau. Aber was ist die Sprache? Rumänisch an sich, Rumänisch. Es ist ein rumänischer Slang, es ist ein it's like Serbian words with Romanian, kind of like... drawn together, like, yeah, or glued together. Also sind auch Vokabeln durchaus aus dem Serbischen? Ja, auch drin durchaus vorhanden. Ein paar. Es ist einfach eine romanische Sprache, die mit Teilserben, also Teilserbisch halt damit. Ja, vielleicht kriegen wir ja dann da eine kurze wurde. Kostprobe davon. Was kannst gerne du noch für Sprache reinballern. Ein paar. Dazu mal. I don't worry, man. Also ich spreche auf jeden Fall ein bisschen Deutsch, ein bisschen Englisch, ein bisschen Jugo, ein bisschen Rumänisch, ein bisschen Romanisch. Polnisch? Ja, whatever. Ja, ein bisschen Polnisch. Ein bisschen, ja, ein paar Sprachen halt. Ne? Wie echt Polnisch? So. Ja, also ich war 2,5 Jahre mit einer Polin zusammen. Ich weiß halt nicht, ob du das drin im Interview haben möchtest oder nicht. Aber jetzt wird's interessant. Und deren Eltern haben halt zu Hause immer nur Polnisch gelabert. Und ne, irgendwann ist das so, I don't understand shit. Ja, dann fragst du, kannst du Deutsch? Und dann schauen die dich an, als hätten die dort drei. Weißt du, dann kommt so Steff Raab, wenn er den Knopf drückt. Und es kommt da, di, da, da. ich brauche eigentlich schon. Ja, und so lernt man dann halt gewisse Sprachen manchmal. Ne? Und das passiert dann halt öfter auf der Straße. Und dann spricht man auf einmal ein paar Sprachen, Entschuldigung, ja. Voll gut, echt voll gut, weil ich finde, Sprachen sind wie ein Instrument. Ich oder? Auch, ja, also es kann nie schaden, oder? Das Ding ist, man merkt, finde ich auch bei dir, wie du schreibst, dass du halt sehr bewandert bist, generell in Sprachen. Oh, du bist ein Herz, mein Bruder. Du schreibst wunderschön, auch in Deutsch. Du bist einfach ein Herz, mein Bruder, ja. Deswegen funktioniert auch Routine, das ist Routine, ne? Also man könnte meinen, Routine. Es ist Routine, aber das ist nicht selbstverständlich, dass so jemand sowas sagt, deswegen mach mal so. Hast du schon mal von einer anderen Sprache? Ja, das ist what I'm saying. Eben, aber Deutsch, Rumänisch, hast du irgendeinen anderen? No, I didn't, bro. Also, English. We far away from English, that. Aber Englisch, wir haben so komplett, like, we do American stuff too, so don't worry, man. American stuff. yeah. But we do that later, man. So don't worry, man. But it will come, man. Trust me, man, it will. Geil, Alter. Bin sehr gespannt, auf jeden Fall. Und, also der Song, von dem explizit, also mein Bruder viel gesprochen hat, ist Njal. Njal heißt nach oben, aber wenn du das A mit dem I drehst, dann ist es in jail. You know? And it's kind of like street. Elastic. Und so klingt das Ganze. Wir haben ein bisschen deutsche Wörter drin, ein bisschen englische, aber vor allem ne, halt quasi die Wurzeln meiner Muttersprache da drin. Und es ist auch sehr guter Hip-Hop, deswegen danke, dass du es erwähnst, Bro. Wirklich, Dankeschön. Gibt es eigentlich andere Rapper, die in der Sprache was machen? Republikaner, oder? Eigentlich nicht. Also, I think I'm the first one that did it really. Verstehst. Wirklich? Ja, und das müssen wir recherchieren. Das also, echt vor allem, wie soll ich sagen, ne? ohne dass es cocky sounds. Nein, ich meine, yeah, es muss ja irgendwann von allen genau, also genau, das war auch mein Grundgedanke, dieses hey, we love all our people, you know, also alle unsere Leute, um es vielleicht auch mal auf der Sprache zu sagen, wie es richtig wäre. alle Leute, die Hip-Hop hören bei uns, ja,
die hören immer American Stuff, die hören Deutsch, die hören France and Stuff, you know, like the Latino Ding. Aber es gab ihn noch nie so richtig auf unserer Sprache. Darum dachte ich mir so, hey, okay, when I have the ability to do it, like, okay, und ich mache das halt schon Jahrzehnte und mehr, dachte ich mir, vielleicht probiere ich das mal halt umzusetzen, so that we create our own style and sound, you know, and that's how it came out, and I think it's good, man. Das heißt, du rappst schon sehr lang? Ich habe mit ungefähr mit 13 dachte ich dran, mit 13,5 stand der erste Text, mit 14 stand ich schon im Studio. Und jetzt bin ich 30 Jahre alt. Das heißt, das sind schon ein paar Jahre ins Land gezogen. Es ist was passiert in der Zwischenzeit, ja, auf jeden Fall. Ja. Seit wann macht der Phil schon Beats? Seit wann bist du schon Tschernophil? Es ist echt eigentlich für mich schwer zu sagen, weil ich habe auch eine lange Beatpause gehabt. Ja. Also ich habe schon so, ich bin jetzt 37 geworden, wenn ich mich nicht verzähle. Und habe dann mit 30 wahrscheinlich wieder begonnen, Beats zu machen. Und noch einmal so zwischen 23, 25, 26 so. Und dann mit 30 halt wieder begonnen. Und dann auch wieder Pause gehabt. Und dann irgendwann mal war es einfach so, dass mich so unter den Fingern gejuckt hat und so, okay, ich muss das irgendwie machen. Ich glaube auch, dass es auch jedem geht, der irgendwie Kunst oder Musik macht letztendlich. Du hast irgendwann mal so eine Neurose. Ich glaube, der Hirs und der Neff wissen genau, was ich meine. So, du musst es einfach tun. Ja, kannst nicht anders. Kannst nicht anders. Wenn es so Ding, so, ich habe es auch wirklich mal probiert, es nicht zu machen. Und ich habe gemerkt, dass es mich, ich werd verrückt. Ich ja, es ist wie so ein Tick, ja. Wie ein Fetisch. Aber auch schöner. Also es ist ja wunderbar. Ja, voll. So entsteht Kunst. Ja. Im Endeffekt. Durch Menschen, die es nicht lassen können, einfach das zu machen. Ja. Und auch vor allem den Rattenschwanz auf sich nehmen vom Releasen. Das ist ja alles nicht. Ja. Es ist wie Sex. Man muss machen. Ja. Und manchmal kommt was. Außer was Gutes dabei. Ja, muss auch dazu sagen, also ich höre Hip-Hop-Musik halt seitdem ich 11 bin, ja, auch viel breit gefächert. Ich höre dann eher so auch sehr viel Metal, so zum Beispiel Sachen wie Metallica, auch zum Beispiel Grunge, so Nirvana, Pearl Jam etc. Ja. Auch sehr viel Soul-Music, Funk-Music natürlich auch. Ja. Auch sehr viel Soundtracks extrem gerne, natürlich auch gerade wegen Samples etc. Ja. Was für dann Soundtracks? Horror-Soundtracks extrem gerne, natürlich, weil ich bin auch sehr viel Necro und Non-Fiction und Jedi Mind Tricks natürlich gehört. Ja. Mhm. Also das hört man, haben ja auch viele gesagt, dass sie das auch raushören bei meinen Beats. Und deswegen natürlich auch sehr viel Goblin halt eben, der sehr viel von diesen italienischen Horror-Soundtracks gemacht. Diese Soundtracks höre ich mir sehr gerne an. John Carpenter natürlich, Halloween, das klassische Halloween-Theme, das ist einer meiner Lieblingstracks einfach. Das hat ja dann auch Dr. Dre gesampled am 2001-Album. Mhm. Da hast du ja, was für ein Track? Was? Murderer ist das. Das ist der, ja. Ich müsste jetzt, also Murderer ist der. Also ich weiß jetzt, der Track heißt, der 14. oder 15. Track am Album. Ja, das ist ja, ja. Aber das ist das Halloween-Sample, ja. Ja, und das ist dann, und dadurch hat sich das dann halt irgendwann mal so ergeben. Ich habe ja ursprünglich eigentlich mit dem Turntable-Ding irgendwie so begonnen dann so, aber das habe ich dann irgendwie nicht durchgezogen und so. Und dann, der machte leider nichts mehr, der Sepp, die Undead hat mir dann mal das erste Mal Beats beigebracht. Ich weiß nicht, ob der da noch was sagt, mit LAR und so. Aus der LAR? Ja, genau, der hat auch beim LAR 2-3 Tracks produziert und auch sogar beim Morlock Dilemma Circus Maximus die Röhre. Mhm. Und hat dann noch für Psychward was gemacht. Die waren so ein bisschen so in diesem Snowguns-Umfeld. Sebi macht leider nichts mehr, aber ist halt auch für Kreml Samurai unter anderem, wir finden das auch mal im Interview, der Großmeister ein bisschen für alle gewesen. Und der hat mir das Beats machen dann eigentlich mehr oder weniger beigebracht, aber der ist jetzt mehr so am Goa-Trip und macht halt andere Dinge, macht sein Ding, ja. Also beim Doppler hat er auch gewohnt als WGler. Also schau doch an einen Mann mit dem Colt, ja. Einer meiner Lieblingsmenschen auch. Grüß dich. Servus. Ja, auf jeden Fall liebe Grüße, Bro. Hi, Colti. Schau doch an Zach Tyson. Ja, aber schau doch auch an die Leute. Ja, schau doch an die Leute. Schau doch an Kreml Samurai. Natürlich an meinen Herzensfreund Big Bang. Schau doch. Ganz liebe Grüße auch von mir. Ja, und so hat sich das dann halt ergeben. Ja. Und dann habe ich eine lange Pause gemacht. Dann habe ich halt wieder begonnen. Und ja, ich habe auch eine ganz alte AK MPC 2500er zu Hause. Geil, so, sehr geil. Also, produzierst du jetzt nur mit der? Nein, ich produziere jetzt auf der Maschine MK3. Mhm. Also auf der habe ich dann die Beats dann weiter eigentlich gemacht. Ja. Weil das auch einfach, muss ich auch ganz ehrlich sagen, vom Workflow halt einfach auch schneller geht. Ja. Der Sound ist natürlich auf analogen Teilen halt natürlich immer dicker. Ja. Aber du brauchst halt da wirklich länger.
Ja, und also du brauchst mehr Equipment da noch. Also ja, das natürlich. Ist halt nicht so. Ich meine, wenn alle brav die EP pumpen und hören und wir genügend Geld damit verdienen, dann kann ich auch vielleicht meinen Job kündigen, dann kann ich auch wieder alles auf ein Let's Logo reden. Go, aber deswegen Lords of Bandcamp. Ja, genau, voll. Weil über Spotify wirst... über Spotify wirst... Alright, ich glaube, darauf trinken wir jetzt ein, oder? Was, ja, ich glaube, wir trinken jetzt auf Bandcamp. Auf Bandcamp? Ja, verfolgt, Alter. Ah, zum Wohl, jo. Ist so. Zum Wohl. Ey, was für eine schöne Runde, ey. Was für Brüstchen. Prost ans Internet. Weihnachten. Auf jeden Fall. Prost auch an die Leute draußen, ja. Ja, ja, shit, ja. Schaut uns ans Internet, Alter. Routine 29.12.2023. Ich sag die ganze Zeit fast 29.12.1996, was mein Geburtsdatum ist. Nein, nicht doch. 29. Das ist schon 12. vorbei. 2023. So ist es. Das ist voll schwierig. Voll scheiß Datum. Wer hat das ausgesucht? War 23. Super Datum. Ja. Aber für mich tut mir so mega schwer, weil die ganze Zeit 1996 gesagt wird. Weil dieses Datum halt mit dieser Jahreszahl. Ja, ja, das muss man immer sagen, gell, so ist ein Geburtsdatum. Ja, fix. Ja. Und da fahren wir so 23. Ja. Passt da, oder? Hilft auch nicht. Ich find's geil, oder? Ich finde es auch sehr gut, auf jeden Fall, ja. Was findest du gut? Aber ich finde es gut, dass das an dem Tag released wird, dass an dem mein Bruder Herz Geburtstag hat. Ja, das ist und vor allem das, zwischen Weihnachten und Silvester ist, finde ich. Ja, voll. Also, angenehm. Es ist der richtige so Zeitpunkt. Scheiße, wir, Geburtstag zu haben. Wir könnten damit auch einfach vielleicht auch das nächste Thema so ein bisschen anschneiden. Ne? Wir sind ja auch bei der 5-Jahres-Feier, bei Wenn ich mit Rap im B72. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist. Ja. Und das ist, glaube ich, sehr praktisch und gut. Also am 12. Jänner. Korrekt? 12. Jänner, B72. Ja. Kommt alle hin. Die Tickets sind schon alle weg. Ja, ich habe gestern erfahren, dass die Tickets schon alle weg sind und ausverkauft sind. Und deswegen auch danke ganz, ganz lieben Herz an das Team. Gästeliste kriegt nur meine Mama. Ja, voll. Liebe Grüße an die Jungens. Da gibt's und an die Mama. Und an die Mama. Ja. Spektakuläres Line-Up auf jeden Fall. Camp, Shakusa, von Seiten krass. Der Gemeinde, DJ Pirmin. Hier ist Ledger und Nephew, die Locke hostet auch bei der Anna. Schaut, wie das kann, ich hab das schon sehr verinnerlicht. Wer noch? Vergiss ich wen? Ja, wir haben fix man vergessen. DJ Mantis ist auch da. DJ Mantis, Pezzo vor. Hallo, ganz Pezzo. Und Pezzo, auch Pezzo. Ganz liebe Grüße. Ja, die haben uns auch sehr viel zur Verfügung gestellt, oder mir zumindest dieses Jahr. Ja, und danke. Dankeschön. Oder uns eigentlich, weil Phil war ganz viel mit uns unterwegs oder mit mir unterwegs dieses Jahr. Generell, Shoutout an Pezzo. Also, das wirklich, kann man ja wirklich. Shoutout an Pezzo. Pezzo. Wirklich, also ein Herz der Szene auf jeden Fall. Der macht sehr viel für uns einfach alle. Einfach ein echtes danke. Herz der Szene schon jahrelang. Und der ist aber seit 20, 30, 40.000 Jahren. He goes for it from the heart. Verstehst. Man. Ja, Mann. Verstehst. Legende. Ja. Und ja, in diesem Sinne, wichtig ist, die Musik hören, folgt die Künstler auf diverse soziale Plattformen, weil damit sie immer wisst, was die so machen, wann die was machen, wo ihr hingemüsst, auf welche Konzerte sollt. Müssen tut man eh nichts, aber sollt. Das ist alles übrigens da, wie sagt man, verlinkt in Caption. So, ich habe da alles reingeschrieben von Caption. Wegen irgendwelche Links, die ihr braucht. Also genau, und wie gesagt, 29.12.2023 kommt dann unsere gemeinsame EP, die zusammen Routine heißt und auf dem Ding sind vertreten. Yes. Und unser Bruder Jonathan. Und mein Name ist Nephew. Und das Ding findet zusammen statt, wie gesagt, nochmal am 29.12.2023. Nein, I fucked it up. Dabei! Also, wie gesagt, ja, wir 2013, sind. 2013, ja. 2013. Nein, also, wir spulen nochmal einen Punkt zurück. Ja, wie gesagt, also, kurz gefasst. Wir haben uns zusammengesetzt, um ein EP zu machen, die Routine heißt, die am 29.12. zum Geburtstag meines Bruders namens... Wann nochmal? Am wann 29. Genau? Welcher Datum? Wir müssen mal das Datum. Wann kommt es eigentlich? Okay, dann mach du. Wie kann man es am besten merken? Das ist dein Geburtstag. Genau. Mein Geburtstag einfach. 29.12.2023. Nicht 2013, nicht 1996. 2023. Also in einer Woche oder so. Ja, genau. Voll. So in einer Woche wird das sein. Habt ihr eigentlich Bars?
Whatever, let's kick it out. Kannst du mir Adlibs machen? Best ever. Ja, du. There's never been anybody who's used to. I'm Sonny Liston, I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from Nairclaw. There's no one that can match me. My style is impetuous. My defense is impregnable. And I'm just ferocious. I want your heart. I want your children. Pray for your love. Haha, come on, look. Yeah. Oh, Routine. 29.12.2023 ist mein Brother, hier ist Ledger. Ist Channel 3, Bro. Das Ding produziert, ja. Wir sind bei Rhyme Time, was ab? Ich trag kein Polo, weil ich's Pferdchen mit meinem Tiger beiß. Stabiles Kreuz wie Jesus Christ. Verzicht auf Fleisch und Lispel like Fenty Continental. Fans sagen mir auf Fenton. Spiel von extra große Stängel aus dem Fenster, los dem Fenster. Ich war der Erste, was für Tiger King als Copycats. Lass die Tauben fliegen, stopf die Feinde in die Bodypacks. Iron Mike, it Dynamite. Die bleiben fight für immer. Schick die in die Eiszeit und dann friss sie deine Kinder. Deine. Ich mach kein Feierabend ohne einer Platzwunden. Du wirst boxen, ich beanspruch ich sind's meine Lochmuskeln. Ich geb in Takt vor von dem Herzschrittmacher. Bin ein Schwergewichtsboxer, du bist Querschnittsbotschat. Jog mal oben dessen durch die Alpen mit einem Bogen. Komm und steig zu mir in den Ring, nach draußen wirst du wieder drogen. Ich hab immer was zum Unterwehren und immer was zum Schlafen. Mikroständer in der Puppe und an in deiner Hosen. Yo, Chili Flow Mode, Brother Neff ist hier, Champions Slayer. Ich punch und Rapper, schlagen auf, als hätten sie Tennisschläger. Mann, mehr Talent gilt nicht jeder Rest. Sieh deinen Paket, es tut flown, denn was ich mach, explodiere ich der Dunkles ab, Bro, er hängt dich lieber. Zeig mir Mikrofon, ich sag im Herr. Gib ihm wie Ric Flair in den 70ern, Rapper mieten Insignias und inszenieren für Kids viel mehr. Du triffst einen ganz tiefen Blick in sie, bemerkst du schnell, bei denen es irgendetwas schief gegangen. Herr Pip ist ja nett so, doch abends schiebst du Krise, denn das Einzige, was die... Whatever, man. Bro. Routine 29.12.2023, yo. We are hype, we are fire, man. Thanks, Rhyme Time. For this interview, man. Danke dir mal. Danke an Channel wieder, dass du produziert hast. Danke an meinen Bruder. Hier ist Ledger, man. 29.12. It is what it is, man. Bra, we make some flacker in the hood, man. Flacker, flacker. We out, yo. Flacker, flacker. Es flackert. Hey, the city's burning, ja. Channel Phil. Bra. Bap, 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 bap. Was nur wichtig ist. Kommt's dahin? Wenn's Ticket habt. Beziehungsweise es gibt eh keine Karten mehr. Das heißt, die sind leider schon ausverkauft, ja. Kommt's dorthin, wenn ihr Karten habt. Wenn nicht, dann nicht. Am es wird besten. Fett. Ich freue mich drauf. Wir freuen uns drauf. Wenn ich mit Rap 5 Jahres feiere, mit Here's Ledger und Nephew und vielen mehr. Schaut aber hauptsächlich hin. Mit uns. Und schaut am 27.01. ins B72 wieder, weil da ist Rhymetime Bash. Rhymetime Bash, Elbone. Elbone. Schema B. Schema B, Def Ill, DJ Crumb. Wow. Asoziale Veganer, Nico und Linda, DJ Funkwiz, alles drum und dran. Und am 5.01. bitte eins B72 kommen, da ist Katharsis Release Party, Romantik. Super wichtig. Shoutout Pulverfass an der Stelle. Ganz liebe Grüße an alle. Roskis. Shoutouts an Joker. Part 3 ist jetzt ab 18. draußen. Checkt Joker Part 3 aus, unbedingt. Auf jeden Fall, mach mal so. Mach mal so, Bro. Mach mal so, Bro. Mach mal so. Whatever, man. I think we're done for today, man. Thank you so much for having us here today, man. I'm so thankful, man. Thank you so much. Dankeschön vielmals. Während du sprechen verstehst, jetzt kannst du es nur das verstehen. Okay, whatever. We're done for today, man. Das war's. Das war Rhyme Time. Wir waren im Interview, man. Ich danke dir. Ich danke uns allen, Bro. Schön, dass es Hip-Hop gibt. Bleibt Hip-Hop draußen, ja. Geht raus und seid gute Peoples, man. You know, that's what it's about, man. Yes, you know. Man. Voll. Yeah, bleibt man. Gute Menschen und so. Danke. Cool, passt aufeinander danke. Auf, schaut auf eure Nächsten, Alter. Gebt's auch auf euren Körper und eurer Seele. Das Leben ist zu kurz. Das ist wichtig. Wirklich richtig. Wichtig. Ist wirklich wichtig. Wie viel Cuts? Ich nachher den Double-Tensierer-Drill, ja. Wie viel Cuts wirst du drinnen haben? We get there, bro. Don't worry. Okay. Don't find die Prille. Du denkst 50, ich denk Carla. Aber. Nicht mehr Struggles, blank wie. Hast du Lichtblick, Sonny richtig, Moneyflow-Technik, fuck ich dich, Jaxi, anders hier gibt mir, warte jetzt, Big Boost, Ladeluft,
Zeit, dass mal Legenden kommen. Rap ist all I need und noch zwei Cheese, die mit dasselbe wollen. Angenehm. Für mich. Für wir. Kennen Sie, wir sind die Realisten. Nichts krieg. Wird nichts boy, bitch, please. Spiel den Song, gib dir History. Oh, let's. Victory. Oh, Hits. Findet sie. Findet sie. Bin immer noch am Sterben, ja, aber mach ich schon. Zähl immer durch, ihr kennt mich. Nie die Nase voll. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Ja, wir gehen immer nur nach vorne. Denn Helden von jetzt sind Helden von... Genau, ich hab's ja versucht anzuteasern, Frau. Hey, ich weiß ja, ich hab mich dazwischendrin verplappert. Sind wir noch auf Video? Hey, danke schön, ja. Hey, what is that, man? Ich höre, was war das, ja. Danke schön für das alles, ja. Oh mein Gott, man. Und dann, ich muss jetzt nach Hause gehen, ja. Routine, 29.12.2023. Ihr könnt euch das Ding vorbestellen und erwartet einfach nur, bis auf YouTube hochgeladen wird, ja. Regular Shit, ein Defizit. I know you're mad at Nissan. Don't lose your gravity, hab grad mein Album raus, doch beste Artists laufen. Next to me. Die besten Feeds. Explizite Rap-Musik mit echten Hip-Hop-Styles, das wäre die Zeit noch dienen. An dem er von Kassette spielt. Ja. Have a seat, hier ist Ledger und der Westen schießt. Echter Flow of Beats, der Dopamin raus, wie auf Ecstasy. Check, dass die besten Practice nie. Wir treffen direkt der Status-Section, wie G's im Krieg, get me? Im BMG Magazine. Yeah. Felony, du und dein Stil seid bester Grund, warum deine Stil noch ungespielt in meiner Weste liegt. Texte, die deinen Neffe liebt, setze die Tracks komplett enorm fett glänzend, gepresst in Form voll. Endet wie Mac and Cheese. Ey. Now we there, man. Alright. Gibt euch das Ding, ja. Brrra. Das war Rhyme Time TV, bro. We gonna shoot you all, motherfucker. No, we joking, bro. Das war Rhyme Time TV. Wir sind raus, ja. Dankeschön für das Interview. Also, meine Damen und Herren, das war das Interview von Rhyme Time. Mein Name ist Nephew. Zusammen mit meinem Bruder. Hier ist Ledger. Einen Call machen. Ja, then do it, bro. Do it. Go for it. I'd like to be honest with you. Like, we should record from that point right here, bro. Because I feel it Legacy. Right now. Yeah. Best release 2023. Left and tears say no fucking doubt. Nah. Wir sind hängen geblieben auf dem Rapper-Film. Kapfenberg nach Wien, Bits connecten uns wie der Semmering. Manische Genie. Wie der Detektiv aus der Baker Street. Iron Mike Tyson Show. Heißer vom Schrein und du. Scheinbar zu. Feige für. Fight Club Stott. Cypher E. Scheiße auf dein Leitfort. Kreiszeug nicht leist. Boah. Steindamm im Feitel ab, mein Fleischer heißt Benjamin. Was für Holz und Breitbuch, ich bin stark. Querschnittslähmung, euer Tramradl. Soll Stati ohne Servolenkung steuern. Tramradl, so als war die der Ketten von einem Dampfer. Tramradl, so als war die Ketten von einem Panzer. Nephew und Tears, Ledger, check unser Legacy im Tag Team perfekt, so wie Spencer und Terence Hill. Du wirst mir Feedback cool, ich sag's mal aus dem Mittelfinger, Groch in der Cypher, so wie Epstein in dein Kinderzimmer. Neff. Check. Also, sag doch, jetzt noch das Exklusiv zum Ding und das spulst du rein und machst dann extra noch ein Video zu dem, dann machst du das als extra Auskopplung, oder? Wir sind der 16er Scorpion, die jetzt gerade abgeht. Ja, voll. Es ist mein Bruder, hier ist Ledger. Es ist so. Danke, Rhyme Time TV. Peace. Ciao. Schön, sehr gut. Dorf TV.